Ja, das passt gewissen Menschen nicht, denn wir sind eins. Wir leben von vereinter Kraft, ja, wir sind eins. In einer Macht, die Neues schafft. Doch lass sie ruhig denken, sie würden uns lenken. Zuletzt wird daraus leider nicht. Selbst wenn sie uns schocken, im Machtrausch frohlocken, beeindrucken kann uns das nicht. Urlaub in Türkei ohne Wellness und Hammam und so ist wie Ferien in Spanien ohne Sonne. Dass ich mit meinen drei Freunden hier abhängen darf, haben wir nicht verdient, sondern geschenkt bekommen. 2 Wochen Wellnessurlaub pur. Doch nun der Reihe nach. Ich bin Ahmed Atta. Das sind meine 3 Musikerfreunde, José, Renzo und Kai Stefan. Dass wir berühmte Musiker und Sänger sind, sieht man uns hier im Adams-Kostüm natürlich nicht an. Aber unser Publikum beim großen Konzert in Nizza hat uns tatsächlich dazu gemacht. Wie es dazu kam? Der Terroranschlag auf Charlie Hebdo hat unserer Band das Herz für unsere Mitmenschen buchstäblich aufgerissen. Und wir sagen euch, sobald man sein Herz mit den Nöten seiner Mitmenschen verbindet, beginnt man den Sinn des Lebens zu verstehen. Wir wollen etwas tun, um den Terrorismus zu beenden. Gemeinsam mit unseren Frauen Nagihan, Caro, Samantha und Kessia. Deshalb schrieben wir Songs, die zur Einheit trotz Verschiedenheit aufriefen. Oder besser gesagt, zur Einheit gerade wegen der Verschiedenheit. Das ist die Chance auf perfekte Ergänzung. Wir sind der beste Beweis. Unterschiedlicher als wir könnte man gar nicht sein. Doch wir ergänzen uns gegenseitig perfekt. José und Caro sind ein tiefengläubiges Christenpaar. Hochintelligent und visionär. Renzo und Kessia kommen so aus der esoterischen Ecke. Sie sind mal ruhig, echt easy. Während Samantha und Kai Stefan sind das typische Gutmenschenpaar. Sie neigen im ganzen Gegensatz zu mir und meiner Frau Nagihan eher zu Depression und Schwermut. Unsere Frauen sind übrigens gerade oben in Hotelboutique shoppen. Dort versuchen sie aber nicht ihr Glück zu kaufen, denn den haben sie schon in ihren tollen Ehemännern gefunden. Nagihan und ich sind praktizierende Moslem, die ihren Glauben durchaus ernst nehmen. Um der Liebe willen singen wir mit unseren Freunden zusammen, haben uns alle gegenseitig noch nie gestritten, weder über Religion, Politik, Ideologie oder sonst was. Geht doch! Und genau das wollen wir der Welt vorleben. Wie man ohne jeden Terrorismus miteinander Gutes wirken kann. Für dieses Vorzeigemodell erhielten wir nach unserem Konzert in Nizza den Friedensnobelpreis. Samt 5-Sterne-Urlaub in die Türkei. Du musst aber noch wissen, warum uns mit dem Attentat auf Charlie Hebdo auch gleichzeitig der Kragen geplatzt ist. Alle Welt denkt nämlich seither, dass wir Muslime diesen Anschlag verübt haben. Doch das stimmt so definitiv nicht. Man sollte sich bei jedem Terroranschlag die Frage stellen, wem nützt er am meisten? Dem echten Islam hat er uns am allerwenigsten gebracht. Eher seinen Feinden. Schon lange wollten globalisierende Kräfte meine Kultur des Islam weghaben. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil wir uns auf konservative Werte bestehen, wie zum Beispiel der gesunden Familie. Nun schreien sie überall, der Islam muss weg. Und falls du es noch nicht gemerkt hast, dem Attentat auf Charlie Hebdo folgte gleich ein Gründungsakt für ein totalitäres Europa. Das ging uns alles viel zu schnell. Über Nacht kamen Forderungen auf, dass kulturelle und religiöse Werte zusammen mit nationalen Identitäten einfach aufgelöst werden sollen. Dieses Vorgehen weckte in uns den Verdacht, dass das eine professionelle Attacke unter falscher Flagge war. Dieser Anschlag nützte kurz gesagt wieder nur den Kräften, die stur nach einer neuen Weltordnung unter ihrer eigenen Herrschaft streben. Umso erstaunlicher, dass wir mit dieser Botschaft in Nizza so gut ankamen und gleich darauf für den Friedensnobelpreis nominiert wurden.
Und jetzt sind wir hier. Man hat uns zwar von einer Reise in dieses unsichere Land abgeraten, doch wer sich politisch ein bisschen auskennt, der weiß, dass wir hier, wie sie gesagt, bombensicher sind. Hört ihr die Schüsse nicht? Ihr müsst hier raus. Den bleiben! Was haben Sie gesagt? Kommt mir nach, los! Hände hochhalten, sagte ich! Sag deinen Namen. Ahmed. Hier steht aber Mohammed. Das ist ja nicht mein Ausweis. Den habe ich hier gerade gefunden. Ah ja? Gerade hier. Das kann jeder sagen. Der hier sieht dir aber ziemlich ähnlich. Gefahr gebannt. Attentäter von Lobby ist geflüchtet. Tatverdächtigen im zweiten OG festgenommen. Hier auch. Alles unter Kontrolle. Los, vor mir hergehen. Darf ich jetzt bitte meinen Pass wieder haben? Ah ja, deinen Pass? Also gut, hier hast du deinen Pass. Sehen Sie, wie es mit unseren 8 Helden weitergeht. Ein Film voller Humor, Spannung, Energie. Power und Romantik. Mit vielen neuen Songs. Spaß. Und verheimlichten Fakten. Sie sind der Komplizenschaft beschuldigt. Oder wie erklären Sie es, dass Sie nur wenige Minuten vor dem Attentat noch mit dem erschossenen Mohammed zusammen gesehen wurden? Ich habe eine ganz interessante Parallele entdeckt. Und zwar, dass nicht nur Ahmeds Pass am Tatort gefunden wurde. Am 11. September 2001, als die beiden Wolkenkratzer in New York pulverisiert wurden, soll ein ebensolches Häufchen, ein paar Fetzen Papier, unbeschadet aus der Mitte der Feuersbrunst gelangt sein, die ein ganzes World Trade Center zum Kollabieren brachte. Nein. Öffne die Augen, such die Wahrheit, mach dir dein Bild, glaub nicht alles, was sie sagen, denn viel zu lange hier gefangen, es ist Zeit, uns zu befreien. Ein Film mit den Hauptdarstellern
Joshua und Anna-Sophia Sasek. Von Helden sterben anders, Sophie und der Sektenboss, Karma, ich komme wieder und Männer stiehlt man nicht. Dem Hauptdarsteller Pascal Zimmermann beim Film Im Anfang war das Herz und dem Hauptdarsteller Joas Bühler im Film Männer stiehlt man nicht. Den Sängerinnen Caroline Antoni, Kessia Jetta, dem Stardirigenten Ruth Sasek und dem Sänger und Gitarristen Mike Pullmann. Schafft es dieser Film zu einer Serie? Das bestimmen Sie. Filmpremiere am 7. Juli 2018. Sind Sie mit dabei? Infos dazu erhalten Sie über Ihre Kontaktperson oder fragen Sie am Infotisch nach.